muss da so weit lang, dass ich da nicht vom einen gegessen werde, aber nicht vom anderen. Hier war ich glaube schon, das war der Typ hier. Oder war das der? Ja, das war der hintere. Vielleicht muss ich hier mal ein bisschen sprinten. Ich glaube, sprinten ist hier nicht die Lösung. Ja, hier. Immer weit genug, dass ich nicht greifen. Hier. Ja, komm. Und jetzt hier. Och, komm. Das war doch schon. Und den ganzen Rotwein verschüttet. Ich hab's gleich. Wir waren schon dicht an der Wurst. Das kriegen wir heute bestimmt noch hin. So, hier mal hoch. Weiß gar nicht, müssen wir hier überhaupt? Ja, wir müssen darüber. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Hier genau mitten zwischen den Nuss. Nein. Und hier. Ach, da hat der mich gegriffen. Da musste ich dann den ran. In den letzten. Mit ein bisschen Versuchen kriegen wir es hin. Ein paar Versuche. Ein bisschen experimentieren. Das kriegen wir doch gebacken. Na komm. Ups. Hoch. Nein. Nein. Ach, verdammt. Da muss ich an den Papier vorbei, an die Flasche. Die Flasche, die zeigt mir schon den Weg. Wenn man genau hinguckt, ich glaube, da gibt es ein paar Hinweise, die dir das Spiel schon gibt. Da musst du die Reichweite der Flasche. So viel lang. Mütter. Die Flasche, die jetzt kaputt ist. So, hier. Oh, verdammt. Da muss ich, da darf ich hier in den Bereich nicht rein. Ich will jetzt gerade nicht zeigen können. Okay. Ja, schwerer als es aussieht. Mit ein bisschen Glück kriegen wir das hin. Das ist hier mehr Glück als Skill. Ja, sicher auch. Ein bisschen Skill. Jetzt hier so lang. Jetzt hier schräg durch. Ja, nicht zu dicht an den ran. Ein bisschen mehr auf der Kante bleiben. An der Mitte. In der Mitte des Tisches müssen wir lang. Genau die Mitte ist zwischen den beiden der perfekte Ort. Na komm schon. Das müssen wir ja heute noch schaffen. Ist dann wahrscheinlich mal wieder kein Speicherpunkt. Kinderspiel, Spiel hat ja sehr fiese Speicherpunkte. Wenn wir das geschafft haben, heißt das noch lange nicht, dass wir einen Speicherpunkt haben. Ach, Kacke. Komme ich an den beiden noch vorbei. Wir müssen es halt eigentlich so weit schaffen, wie die Speicherpunkte sind. Und das weiß man ja immer nicht. Meistens sind da solche Aufgaben. Wenn ich dann danach hier den Stream ausmache, muss ich vor dem nächsten Part dann wieder nochmal ran. Die schon wieder. Ein paar Minütchen haben wir noch. In der Wurst können wir uns wirklich nicht hochangeln. Oder was?
der Wurst hänge ich ja schon mal dran. Ist das irgendwas? Das wäre natürlich super, wenn man hier irgendwie... Ah, auf den Stuhl. Na komm. Das wäre sehr gut, wenn wir da abkürzen könnten. Das wäre sehr toll. Das wäre eine schöne Abkürzung. Und hoch. Hoch mit dem Kenntnis. Vielleicht muss da einen Stuhl hinschieben. Natürlich haben wir ja einen Stuhl. Versuche ich mal mit dem. Wäre ein Versuch wert. Ist ein weiter Weg zum Schieben eines Stuhls, aber wenn es das bringt. Ich das mal ausprobiert habe. Das Spiel sieht cool aus. Wie viel kostet das? Zen meldet sich im Stream. Das Spiel heißt Little Nightmares und das kannst du, das kann ich dir gerade nicht sagen, wie viel das kostet. Das kannst du in der Videobeschreibung dieses Livestreams, kannst du einfach mal reinklicken. Da gibt es einen kleinen Link zum Steam Shop. Du kannst gleich mal gucken, wie viel das kostet. Du kannst dich mal selbst nachgucken. Erster Link, nein, nicht erster, aber gibt's hier gleich. Doch, erster Link. Da kommt, da steht Little Nightmares im Live-Let's Play und selber spielen. Doppelpunkt. Da klickst du mal drauf und dann kommst du. Okay, den Stuhl kann ich hier nicht mit drüber nehmen, weil die Diele im Weg ist. Verdammt. Aber wenn du da drauf klickst, also wenn du da auf den Link klickst, dann kommst du auf die Steam-Seite. Und sag mir mal, wie viel es kostet, wenn du es herausgefunden hast. Ich kann gerade nicht hier raus, ich bin gerade am Spielen. Tut mir leid. Das ist blöd, dass wir da nicht hochkommen. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Wir müssen uns an denen vorbeischlingeln. Das ist wahrscheinlich so gewollt. Es kostet genug, glaube ich. Also es ist kein günstiges Spiel. Ich habe es von Mordi geschenkt bekommen. Da weiß ich es auch nicht. Das finde ich. Ich habe es kostenlos bekommen. Ach, Dreck. Ja, okay. Ich kann ja mal kurz mal gucken. 19,99 €. Und 29,99 €, also 19,99 € normal. Ich habe ja die Complete Edition von Mordi geschenkt bekommen. Die kostet 29, also 30 €. 29,99 €, also 20 €, wenn du das normale haben willst, also nur das Hauptspiel. Und 30 €, wenn du die DLCs noch mit dazu haben willst. Die Afterstory mit dem Jungen, das dann nochmal aus der anderen Perspektive spielen kannst. Das ist dann auch mal so ein Ersatzabenteuer. Ist nicht dasselbe aus der, aber ihr werdet sie sehen. Ich habe das DLC damit dazu. Da empfehle ich glatt die Sache für 30. Wenn DLCs sind, nicht schlecht. Wer es trotzdem spielen will und die DLCs jetzt nicht so. Das sind, glaube ich, das mehrere DLCs. Einmal das Spiel noch dazu, da gibt es noch so ein kleines alternatives Abenteuer. Moment, wir können den Stuhl hier verschieben. Dann bin ich doch mal ganz faul. Ich versuche mal hier gerade was. Vielleicht können wir das. Vermutlich nicht, weil da der Stuhl im Weg steht und da hat das Spiel schon so gewollt. Nein, das wird so nichts. Verdammt, war eine coole Idee. Sollen das hier ein bisschen überspringen. Da haben sich die Entwickler schon Gedanken drum gemacht. Und hier ist eine Tür, da können wir das nicht weiterschieben.
Schieben wir es mal wieder zurück, was hingehört. Ich merke schon. Die Entwickler wollen nicht, dass man das überspringt. Ach, das ist eine kleine Zeichnung von mir. Also von Six, vom kleinen. Auch interessant. Hier. Hat irgendjemand das kleine Mädchen Six gezeichnet. Na dann. Dann halt von hier aus. Gesagt, sei gegrüßt, Zen. Und willkommen im Stream. Falls ich das noch nicht gesagt habe, falls ich dich noch nicht begrüßt habe. So. Verdammte. So, und jetzt müssen wir hier schräg näher an ihn ran. Näher zur Wand hin. Durch. Ich glaube doch, wir müssen hier durch. Können wir hier irgendwie, können wir da auf den, von der Kiste dort an das Gitter, an dem Gitter können wir dann hochklettern. Das ist das Ziel. Da müssen wir links. Na komm. Ich produziere heute auch wieder einige Tode hier. So. Ich sterbe schon wieder. Mordi meldet sich im Stream-Chat. Hi Mordi. Stirb schon wieder. Sterbe andauernd. Sterbe nur. Ach verdammt, da war ich zu dicht an dem dran. Muss mich jetzt an den Menschenketten vorbei schlingeln. Schlängeln. Mordi, kommst du auch noch zurück. Kommst du auch noch dazu. In den letzten paar Minütchen. Lässt du dich hier noch blicken. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Wenn nicht, machen wir es im nächsten Part. Vielleicht zu Beginn. Im nächsten Stream, meine ich. Ja, Stream-Parts. Stream-Parts. Ach, Dreck. Müsste man sich mal die Route merken, wo man lang muss. Ich kann nur kurz ab 19 Uhr dann live. Pre-Stream läuft schon. Aha, reagierst du jetzt auf meinen. Ich bin am 19 Uhr dann off. Das trifft sich gut, dann komme ich bei dir vorbei. Kann ich meine Zuschauer rüberschicken zu dir auf Twitch. Streamst du? Modi. Das freut mich. Da gucke ich dir doch glatt zu. Das gibt's auf YouTube leider nicht, kann ich nicht hosten. Doch, ich kann nicht auf Twitch hosten. Ja, fast. Ich kann dich nicht weiterleiten. Auf Twitch, wenn ich jetzt auf Twitch streamen würde, ginge das. Dann könnte ich gleich hier die Umleitung reinmachen. Na, warte mal kurz, während ich hier laufe. Kann ich doch schon mal. Ich mache immer noch Fall Guys und versuche den verdammten Crisis Remastered Stream Keyboards zu haben. Den kannst du mir doch geben. Stream Key. Steam Key. Wenn du Steam Key übrig hast, her damit.
Morty. Denkst du nicht an mich? Denkst nicht zuerst. Schick mal einen Link von. Ich hab deinen Twitch-Kanal noch gar nicht, Morty. Schick mal einen Link rüber. Lass mal einen Link rüber wachsen. Zu deinem Twitch-Channel. Sonst kann ich dir nachher nicht zuschicken und kann ich die Leute rüberscheuchen. Helf mal im Chat. Link ist auf dem Discord, okay. Ja, schreibe ich gleich in den Chat rein. Können Sie gleich rüber gehen. Discord. Ja, ich mache jetzt hier Schluss. Es ist jetzt hier schon. Ich mache hier gleich Schluss. So, live Twitch. Sehr gut. Der Podcast hat angegeben, sich dieser Kanal an Erwachsene richtet. Hehe. Ich mache hier gerade mal was. So, geht gleich mal zum Modi rüber, wenn der Stream vorbei ist. Modi ist live. Hier mal reingeschickt. Können die Zuschauer gleich mal rübergehen? Nicht jetzt. Erstmal, ich mache gleich Schluss. Ich mache hier noch einen Versuch und dann könnt ihr rübergehen. Ein Versuch noch, dann mache ich das hier zu Ende, wenn der Stream gleich vorbei ist. Es ist schon 19 Uhr hier. Mach hier noch angenehm Schluss. Sag hier noch Tschüss und dann. Na komm, das kriegen wir jetzt noch. Vielleicht kriegen wir es jetzt sogar noch. Dreck, kriegen wir nicht mehr. Dann bis gleich, Modi. Bis gleich. Ja, machen wir. Ich mache es offscreen noch. Ich glaube, ja, ich mache es jetzt offscreen noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns dann dort auf der Kiste wahrscheinlich dann im nächsten Stream. Ja, sehen wir uns dort. Ich weiß jetzt nicht, wo der letzte Savepoint ist, aber da sehen wir uns dann am Mittwoch im nächsten Stream wieder. Am Mittwoch wird dann hier weitergespielt. Dann muss dann am Mittwoch vor dem nächsten Stream hier mal noch ein bisschen spielen. Mach sowieso immer, wenn die Savepoints ein bisschen fies gesetzt sind. Na dann.